Ja! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Jojo Joanna. Heute habe ich ein richtig cooles Video für euch und zwar bestimmt Insta 24 Stunden mein Leben. Ich stelle euch nämlich Fragen und ihr beantwortet sie mir auf Insta. Und ja, so läuft es heute ab. Und ich habe schon eine Frage gestellt und zwar, soll ich heute Zähne putzen oder nicht? Und ich blende euch mal ein Foto ein. Wie ihr sehen konntet, haben zum Glück welche für Ja gestimmt. Deswegen gehe ich mir jetzt die Zähne putzen und danke, dass ihr für Ja gestimmt habt. Denn ich möchte nämlich nicht so gerne mit ungeputzten Zähnen rumlaufen. Habt ihr auch einen Wapfelzahn? Schreibt mir unten in die Kommentare. Ich schon, schon zwei. Und fertig. So, wir sitzen jetzt alle am Tisch. Hier sind sie alle. Morgen. Guten Morgen zusammen. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, wo Carlos ist. Der liegt nämlich oben im Bett. Lamir ist ein bisschen erkältet, sonst geht es uns allen, glaube ich, gut, oder? Mir geht's super. Aber ich muss gerade niesen. Ich auch. Du auch? Ja, wir wollten gleich frühstücken, wie ihr sehen könnt. Und ich warte jetzt auf unser Ergebnis von der Umfrage. Und das zeigen wir euch dann gleich. Wie ihr sehen konntet, habt ihr für Brötchen abgestimmt. Danke, dass ihr es so gut mit mir meint. Ja, jetzt habe ich ein Brötchen und das esse ich jetzt. Mmh. Ich hätte dich immer lieber Eis essen gesehen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt ja noch ein paar andere Fragen und hier hüpft gerade Lamia rum. Eis, Eis, Eis. Und ich habe auch noch später ein Handballturnier und da seid ihr bestimmt auch noch dabei. So. Ich bin jetzt in meinem Zimmer. Das seht ihr ja, glaube ich, jetzt auch. Und zwar habe ich jetzt gerade unseren Tisch aufgeräumt, denn ich habe es immer am Samstag und am Sonntag habe ich immer Abräumdienst. Ja, ich und mein Papa gehen gleich nach draußen. Und ich chill jetzt einfach so ein bisschen und ich wollte euch mal einen Schleim zeigen, den ich vorgestern gemacht habe. Richtig cool. Das ist eigentlich so intelligente Knete-Schleim. Der ist überhaupt nicht hart. Aber das ist halt so intelligente Knete, weil der kann reißen. Der kann ziehen. Sehr lange sogar. Ui! So, ich bin jetzt gespannt auf das Ergebnis. Wir haben ja nämlich eine nächste Umfrage gestellt. Ihr seht sie jetzt. Ich muss mich jetzt von meinem Vater mit Schnäbeln ab. Jetzt gehen wir mal nach draußen. Oh, kalt. So, wir beide sind jetzt hier im Schnee. Es ist voll mit Schnee. Ist aber gar nicht so kalt. Nee. Oh, guck mal, meine Tafel. Das ist eigentlich meine Tafel. Gott, ich mach mal ein bisschen Schnee. Guck, hier. Gut, jetzt ist das deine Aufgabe. Hast du die Auswertung schon gemacht? Ja. Und ich freue mich, ich darf die Joey abwerfen. Dann gehen wir da hinten hin. Wohin? Am Baum? Ja, gehen wir noch ein Stückchen. Gehen wir noch ein Stückchen, gehen wir noch ein Stückchen. Stopp. So. Mach ich mal hier ein bisschen weg, damit ich auch hier hinlasse. Ich stell euch mal hier hin. Du bewegst dich gar nicht. So. Okay. So, 5 Bälle. Ball Nummer 1. Ja! Okay, letzter Ball. Komm noch mal ein. Ja!
Ist das kalt. Oh. Doing, doing. Springt der Schnee. Hüpft damit. So ist es gar nicht so kalt. An den Händen ist es jetzt kalt, ne? Von der kleinen Schneeballschlacht. Quenny? Komm her. Komm her. Und hepp. Quentin. Quenny. Komm her. Und hepp. Super. Super. So, jetzt kümmern wir uns mal eben um die Tiere. Und ich würde sagen, dann gucken wir die vierte Umfrage, ne? Ob du draußen fegen musst oder ich. So, Papa hat schon einen Besen in der Hand. Ja. Ihr seht jetzt kurz ein Screenshot von dem Bild, von der Umfrage. Ich muss. Ja. Die Umfrage, ihr wart klar für mich. Zum Glück. Okay. Dankeschön. Dann fange ich jetzt an. Ja. Ich schaffe ja gleich ein Handballturnier. Wir machen uns gerade alle fertig. Mama macht mir hier die Haare und ihr habt ja abgestimmt, welchen Job ich mache. Ich blende euch mal kurz ein Foto ein. Okay, also ihr habt gesehen, Dutt hat gewonnen, deswegen mache ich mir jetzt ein Dutt. Du oder die Mama? Ich. Du machst dir selber ein? Ja. Okay. So, jetzt mache ich mir ein Dutt. Oh Gott. Geht doch. Zum Handball reicht das doch. Der fliegt doch eh durch die Gegend, wenn du nachher rennst. Ich muss noch einmal drüber machen. Okay, cool. Wir sehen uns später wieder. Dann geht's jetzt zum Handball. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben leider beim Turnier verloren. Wir sind leider gewonnen. Nein. Wir haben leider verloren. 9:3. Ja. Es war ein bisschen sehr komisch, das Spiel, aber. Egal, die Gegner haben mich auch überall gekratzt. Ja, aber dafür gab es noch Leckerchen. Und da zeige ich euch mal die Sachen. Habe ich 3 von diesen sauren Lutschers. 2, 3. Dann habe ich noch 2 solche pizzasauren Dinger. Und ich habe schon die ganzen Ufos aufgegessen. Noch Ufos, das ist mein Lieblingssüßigkeiten. Eigentlich hatte ich 8, jetzt ist nur einer da, aber ja. Dann mussten wir noch zu DM. Und zwar habe ich mir da Nagellack und 2 Labellos gekauft. Einmal diesen Labello. Dann habe ich hier noch, der fliegt auf jeden Fall. Dieser hier. Dann habe ich mir diesen Nagellack gekauft. Ich kaufe auch nur Nagellacks von Essence, denn die sind eher für Kinder geeignet. Einen durchsichtigen Tigen, dann einen weißen, dann so einen rosanen, rosweißen und dann noch, ich habe den in rosa Glitzer und in blau Glitzer. Jetzt habe ich auch den hier in silber Glitzer. Jetzt brauche ich noch einen grünen Glitzer und einen roségold glitzernen. Da habe ich alle. Ich finde sie richtig cool. Jetzt muss ich mal ins Bad. Bevor ich ins Bad gehe, seht ihr mal ganz kurz ein Bild von der nächsten Umfrage, welchen Nagellack ich nehmen soll. Seht ihr jetzt. Rosa hat gewonnen. Jetzt mache ich mir rosa einen Nagellack drauf. Ich zeige euch das jetzt nicht, aber ich zeige euch das Ergebnis dann gleich. Also es ist auch fast durchsichtig. So, deswegen. Du rosa ist nicht rosa, sondern durchsichtig. Wir essen jetzt Abendessen. So sieht's aus. Da sind Papa und Mama. Hallo. Meine Freundin ist auch da, aber die zeige ich jetzt nicht. Ich bin schon gespannt, was wir gleich für Nachtisch kriegen, aber mehr dazu gleich. Wir gucken uns jetzt mal das Ergebnis an mit den Donuts. Ihr habt mir den Schokodonut gewählt. Das finde ich richtig cool. Dankeschön dafür. Und jetzt esse ich mal ein Stück. Lecker. Da ist auch Schokofüllung drin. Auch noch? Sieht man gar nicht. Da, darf ein bisschen. Kommt ein kleines bisschen raus. Okay. Gut. Ja. Guten Appetit. Danke.
wir haben halt die Donuts hier. Weißen Gold hat meine Freundin. Die hat sie nicht ganz aufgegessen. Ich so halb auch. Ja. Und wir haben ganz viel Schleim gemacht. Ich zeige euch mal hier so. Den hier. Also, wir haben ganz viele gemacht. Richtig, richtig viele. So blauen. Der ist halt auch richtig gut, wie ihr seht. Ja, mein Tag geht jetzt auch zu Ende, leider. Das ist ein Tag cool. Und morgen treffe ich mich ja mit anderen YouTubern. Finde ich cool. Habe ich ja auch schon mal gehabt. Jetzt ziehe ich mich kurz an. Und wow! Jetzt habe ich schon meine Schlafanzug an. Yay! Yeah. Und ja, ganz mein Schlafanzug. Dum, 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 dum. Und eigentlich bin ich noch nicht müde, wir haben es noch nicht Uhr. Aber ich habe eine neue Umfrage gemacht und jetzt sehe ich mein Bild. Ja, danke, dass ich am Boden schlafen muss. Ich habe mir gerade nochmal die Haare aufgemacht, deswegen auf dem Boden. Ja. Dann gehe ich jetzt auch schlafen. Ich glaube, ich lese noch ein bisschen. Ich glaube, ich mache jetzt mal das Licht aus. Gute Nacht, Leute. Jetzt mache ich auch schon mal das Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also, ihr seht mich jetzt nicht so gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr einen zweiten Teil sehen wollt. Mit mal diesmal. Vielleicht diesen Einhorn in die Kommentare. Emoji in die Kommentare. Hier seht ihr sie nochmal. Diesen Einhorn-Emoji in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen zweiten Teil sehen möchtet. Ja, jetzt schlafe ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.